klösterliches Leben fördern, historische Gebäude erhalten, Verfall und Vergessen verhindern. Schätze der Menschheit hüten und bewahren. Das ist Aufgabe der Klosterkammer Hannover seit bald 200 Jahren. Zur Klosterkammer gehören insgesamt 20 Klöster und Stifte. Davon sind 15 heute noch aktiv belebt. Das heißt, es leben dort Konvente und Kapitel, so heißt das, die Gemeinschaften, unter der Leitung jeweils einer Äbtissin. Die welfische Herzogin Elisabeth von Kahlenberg legte den Grundstein für die Klosterkammer, indem sie die im Zuge der Reformation an den Staat gefallenen Klöster vom übrigen Staatsvermögen trennte und damit rettete. Der spätere König Georg IV., auch aus dem Hause der Welfen, machte es im Jahr 1818 amtlich. Er errichtete die Klosterkammer und den allgemeinen hannoverschen Klosterfonds, die größte der heute von der Klosterkammer verwalteten 4 Stiftungen. Die Klöster der Klosterkammer. Wie himmlische Leuchtfeuer zwischen Holland, Hamburg und Harz sind sie bis heute Heimat für Berufene und Rückzugsort für Suchende. Wir merken, dass es viele gottesferne Leute gibt, die hier auch herkommen, aber unberührt lässt dieses Kloster niemanden. Das heißt jetzt nicht, dass sie alle bekehrt sind, wenn sie hier rausgehen, aber sie haben einen Eindruck davon bekommen, was es heißt, in so einem Kloster zu leben, weil wir erzählen ja auch von unserem Leben. Am Freitag nach der letzten Führung laden wir ein zum Abendgebet und da ist hier dieser Nonnenchor immer gut gefüllt. Und zwar auch mit katholischen Glaubensschwestern und Brüdern und Besuchern. Und man merkt auch, dass es manchmal Menschen sind, die, glaube ich, noch nie eine Kirche betreten haben. Ich denke, das ist ein gutes Angebot, ein kleiner Einstieg für Leute, die gar nicht in die Kirche gehen. Und selbst Klöster, die von den Klosterfrauen und Männern verlassen wurden, erfreuen sich heute der Fürsorge der Klosterkammer. Und da gibt es 5 weitere Klöster, die nicht mehr aktiv belebt sind durch Konvente und Kapitel, sondern die wir möglichst so nutzen, dass die Nutzung sozusagen der Tradition nicht im Wege steht. Da gibt es ein Kloster, was wir der Hannoverschen Landeskirche vermietet haben, Kloster Bursfelde bei Göttingen. Und da gibt es ein Kloster, was wir heute als Hotel nutzen, nämlich das Kloster Wöltingerode. Zu den Ausgründungen der Klosterkammer gehören derzeit 7 GmbHs und 4 Landesbetriebe aus dem Bereich Land- und Forstwirtschaft, Gastronomie mit einem Hotelbetrieb, Immobilienwirtschaft, IT, Dienstleistungen und einer Brauerei. Wir gründen aus, zum einen, um die finanzielle Basis der Stiftung langfristig zu gewährleisten und zum anderen, damit wir unser Vermögen auf verschiedenen Standbeinen sicherstellen können. Das größte Vermögen der Hannoverschen Klosterkammer ist ihr gewaltiger Besitz an Grund und Boden. Auf einer Fläche, die etwa 40.000 Fußballfeldern entspricht, wird Land- und Forstwirtschaft betrieben, Fischerei, Jagd und Naturschutz, um einen Teil der finanziellen Mittel zu erwirtschaften, die für die wohltätigen Stiftungszwecke benötigt werden. Steuergelder erhält die Klosterkammer nicht. In den riesigen niedersächsischen Klosterwäldern, die selbstverständlich öffentlich zugänglich sind für jedermann, sorgen allein 50 Förster und Forstgehilfen für ein großes Stück grüne Heimat. Der Klosterkammer Forstbetrieb ist der größte einzelwirtschaftende Forstbetrieb in Deutschland. Wir betreuen insgesamt 24.500 Hektar in Niedersachsen, davon in 10 Landkreisen mit 11 Klosterrevierförstereien und haben etwa einen Holzeinschlag von 160.000 Kubikmeter. Der Forstbetrieb wirtschaftet nachhaltig. Für die Forstwirtschaft bedeutet das ja seit 300 Jahren, dass wir nie mehr ernten als zuwächst. Wir bedienen damit sowohl die Brennholzkunden als auch die heimischen Sägewerker und die Papier- und Zellstoffindustrie und sind besonders stolz darauf, dass wir dieses Prinzip überall umsetzen, nicht nur, wenn es um die Frage der Holzgewinnung geht, sondern auch in den Fragen des Natur- und Landschaftsschutzes.
Baustelle Lehnbachplatz in Hannover. Hier, nahe Hannovers Stadtwald Aldenriede, baut die LIMAG Immobilien GmbH, eine Tochtergesellschaft der Klosterkammer, 34 Stadthäuser aus weißem Klinker mit Dächern aus grünem Gras. Vorteil für die Kunden: Sie bezahlen nur das Haus oder die Wohnung, nicht aber das Grundstück, denn dieses wird zu günstigen Konditionen gepachtet. Der Klosterkammer-Klassiker ist das Erbbaurecht. Die Klosterkammer ist einer der größten Erbbaurechtsausgeber in Deutschland. Zurzeit sind fast 17.000 Erbbaurechte vergeben. Die Aufgaben meiner Liegenschaftsabteilung erstrecken sich dabei von der Verwaltung landwirtschaftlicher Flächen, Thematiken des Bodenabbaus bis hin zur Ausgabe neuer Erbbaurechte. Dabei kann die Abteilung auf ihre jahrzehntelange Erfahrung vertrauen und versucht, neue Wege im Erbbaurecht zu gehen. Das bedeutet, wir wollen den Menschen den Weg ins Eigenheim über das Erbbaurecht transparent und attraktiv ermöglichen. Das Haus der Klosterkammer in Hannover. Buchstäblich ein Haus neuer Möglichkeiten. Ob die Sanierung der Loccumer Klosterkirche samt Orgel anlässlich der 850-Jahr-Feier der Institution, bezuschusst mit 400.000 Euro, ob die evangelische Talkshow Tacheles in Deutschlands ältestem Fernsehstudio der hannoverschen Marktkirche im Programm von Phoenix oder die Unterstützung von Schulen, Initiativen, sozialen Einrichtungen und weiteren 200 Projekten jährlich. Die Klosterkammer verteilt rund 3 Millionen Euro jedes Jahr für kirchliche, Bildungs- und soziale Zwecke. In unserem Förderbereich sind wir sehr breit aufgestellt. Bewilligte Summen gehen von 150 Euro für den Bollerwagen in einem von Eltern geführten Kinderladen bis zu einem 6-stelligen Betrag für ein Stipendienprogramm für Lehramtsstudierende mit Migrationshintergrund. Besonders wichtig ist es uns, die Qualität der von uns geförderten Projekte sicherzustellen, schon im Prozess der Antragsbewertung und dann aber auch durch Evaluierung. Das vor allem natürlich nur bei größeren Projekten. Und zunehmend ist uns auch die Frage nach der messbaren gesellschaftlichen Wirkung unserer Förderung wichtig geworden. Wir haben zum Beispiel ein eigenes Förderprogramm zur Qualifizierung und Wertschätzung von Ehrenamtlichen etabliert, was wir auch evaluieren werden. Hier im Landesmuseum fördern wir im Rahmen der Landesausstellung ein Vermittlungsprogramm für Kinder und Jugendliche. Das ist ein besonders qualitätsvolles Projekt, weil durch unsere Unterstützung hier der Einsatz besonders qualifizierten Personals möglich ist. Und es ist ein Projekt, wo hands-on die Kinder mittun können, Kinder für Kinder. Und es ist ein nachhaltiges Projekt, was ins Land hinein wirkt, weil natürlich zur Landesausstellung Schulklassen, Kinder und Jugendlichen aus allen Teilen des Landes auch hier nach Hannover kommen und dann hier Erarbeitetes auch wieder mit zurücknehmen in die Regionen. Eine unendliche Geschichte ist der Erhalt und die Unterhaltung historischer Bauten. Darunter 43 Kirchen und Dome, 18 Klostergüter und 20 Klosteranlagen. Ob die Türme der Fredelsloher Klosterkirche oder, wie hier, die Sanierung des Westwerks und die Instandsetzung des Dachreiters im Stift Fischbeck, Ausgaben von oftmals 500.000 Euro oder mehr, sind pro steinernem Patienten an der Tagesordnung. Draußen vor Ort die Architekten, Steinmetze und Maurer, in der stiftungseigenen Werkstatt die Restauratoren und Künstler der Klosterkammer. Ja, die Mitarbeiter der Abteilung für Bau- und Kunstpflege betreuen rund 800 Gebäude und Gebäudeteile. Viele davon sind hochrangige Baudenkmale, wie der Dom in Verden oder aber auch das Kloster in Wienhausen. Unsere Restaurierungswerkstatt betreut über 12.000 Kunstgegenstände aus den verschiedensten Materialgruppen. Angefangen vom Altar im Pferdener Dom über Orgeln, Glocken bis hin zu mittelalterlichen Textilien in den Klöstern. Wir planen unsere Baumaßnahmen immer selbst und nehmen später in der Umsetzung auch die Bauleitung selbst wahr. Unsere Aufgaben sind dabei, wie unsere Objekte, sehr, sehr vielschichtig und erfordern große Erfahrung, aber auch spezielle Kenntnisse im Umgang mit der historischen Bausubstanz. Die Klosterkammer ist formal gesehen eine ganz weltliche Behörde. Aber wohl keine andere Dienststelle ist ein so vielseitiges Sammelbecken der Talente wie die Hannoversche Stiftung. Die Berufsbilder entsprechen nur zu einem ganz geringen Teil den klassischen Berufsbildern der Verwaltung. Natürlich haben wir hier auch Juristen, natürlich haben wir hier auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des gehobenen nicht-technischen Dienstes, also Fachhochschulabsolventen. Wir haben aber auch beispielsweise Architekten,
Wir haben Restauratoren, wir haben Theologen beider Konfessionen. Wir müssen alles dafür tun, Verständnis zu wecken bei denen, die sozusagen diese Arbeit finanzieren, indem sie uns das Geld überweisen, was sie aus einem Erbbaurechtsvertrag uns schuldig sind. Wir müssen immer darauf achten, dass die Leute auch wirklich sehen, dass das nicht dazu dient, unser Geldsäckel hier so anschwellen zu lassen, dass wir womöglich nachher gar keinen Überblick mehr über das Vermögen haben, sondern dass sie sehen, das ist Stiftungsaufgabe, Wert bewahren und Identität stiften und damit einen guten Dienst für die gesamte Gesellschaft leisten.